In dem heutigen Video zeige ich dir, wie du die CycloDSI Evolution installieren kannst. Das Ganze ist nötig, weil sie vollkommen leer ausgeliefert wird und du halt alle Dateien erstmal draufspielen musst. Updaten kann man sie auf die Art eigentlich auch, aber es ist nie ein Update rausgekommen. Außerdem kann man sie so ohne einen DS zu benutzen in den DSI-Modus bringen. Das wird benötigt, wenn man nur einen einzigen DSI auf der Firmware 1.4.3 hat. Darüber funktioniert sie gar nicht mehr. Und zwar braucht man neben der Flashkarte auch noch die zwei ROMs, weil man die Installationsdatei erstellen muss. Den Namen der ROMs findest du in der Beschreibung, aber kein Link. Ich unterstütze Piraterie nämlich nicht. Außerdem brauchst du noch eine leere MicroSD-Karte, den Update-Dongle und eine Möglichkeit, die MicroSD-Karte im Computer zu lesen. Jetzt müssen wir erstmal die Dateien zum Erstellen des Bootstraps und des EOS oder den Kernel herunterladen. Dazu gehen wir hier zu Support und da brauchen wir den Bootstrap V110. Wenn man aus den USA ist, braucht man den und wenn man aus Japan oder anderen Regionen kommt, kann man gar keinen benutzen, weil die CycloDS den dann nicht unterstützt im DSI-Modus. Dann brauchen wir noch die Firmware. Und Moonshell ist auch noch ganz praktisch. Das ziehe ich mir jetzt erstmal alles auf den Desktop. Moonshell lädt noch ein bisschen herunter, aber das brauchen wir auch erst später. So, dann erstellen wir erstmal den Bootstrap. Dazu müssen wir diese drei Dateien hier entpacken. Und ich habe schon die Spiele heruntergeladen. Man kann sie sich nicht selber dumpen, also beziehungsweise das DSI-Spiel kann man sich nicht selber dumpen, weil es für DSI-Ware noch keinen öffentlichen Dumper gibt. Und naja, jetzt für das Video mache ich mal eine Ausnahme, dass ich mir die Dateien heruntergeladen habe. Wenn ich den Bootstrap irgendwo schon vollständig finden sollte im Internet, dann werde ich auch in die Beschreibung packen, aber ich werde das Ganze nicht selber hochladen, weil das illegal ist. So, unter Source Firmware müssen wir jetzt die Bin-Datei nehmen, die iobootstrap 1.1 €. Für die DS-Lite-ROM nehme ich die DS-Lite-ROM und für die DSI-ROM nehme ich die DSI-ROM. Da muss ich auf Proceed drücken. Und schon habe ich hier eine neue Datei, die heißt Boot Update. Und die können wir auch schon auf die MicroSD-Karte kopieren. Dazu muss ich die erstmal in den Computer stecken. Die muss vollkommen leer sein. Wenn da noch Daten drauf sind, würde ich davon ein Backup machen. Und jetzt formatieren wir die erstmal, weil das sicherer ist, als direkt das drauf zu spielen. Schnellformatierung genügt. Und jetzt ist es auch schon fertig. Also hier direkt rein kopieren wir einfach die neue Boot-Update, die wir erstellt haben. Wie gesagt, wenn ich sie irgendwo im Internet finde, werde ich den Link dazu in die Beschreibung packen. Dann können wir die auch schon entfernen. Jetzt müssen wir erstmal den Updater in einen USB-Anschluss vom Computer stecken. Ich habe hier ein Verlängerungskabel. Man kann auch normale Steckdosen-USB-Adapter benutzen, weil wir eigentlich nur Strom brauchen und theoretisch kann man sogar ein DS benutzen, aber das wurde noch nicht so besonders gut getestet und dabei besteht die Gefahr, dass man seine CycloDSI-Evo zerstört. Dann stecken wir die iEvo erstmal in den Updater rein. Und jetzt leuchtet hier erstmal die rote LED auf. Wenn die aufleuchtet, ist das okay. Und stecken wir hier die MicroSD-Karte rein. Jetzt müssen wir warten, bis sie ausgeht. Der Vorgang dauert jetzt ein paar Minuten. Jetzt ist die Karte fertig. Das sieht man daran, dass die rote LED dauerhaft leuchtet. Jetzt können wir die aus dem Update herausnehmen. Und die MicroSD-Karte kommt wieder in den Computer. Jetzt müssen wir erstmal die Update-Datei löschen. Du solltest die CycloDS in der Zeit nicht benutzen,
weil du sie ansonsten bricken könntest, wenn du den Update-Vorgang beginnst und nicht beendest. Jetzt können wir hier aus der iEvo-Firmware-Datei oder aus dem Archiv können wir die boot.iEvo auf die Karte ziehen. Direkt in den Root, kein Unterordner und auch nichts anderes. Wenn du unter dem mittleren Menüpunkt anstelle von Lesezeichen oder den Favoriten Moonshell haben möchtest, also ein Medienabspielprogramm, musst du noch die Datei hier da reinziehen. Damit ist die CycloDSI Evolution jetzt erstmal fertig installiert und ich entferne sie. Jetzt kannst du beim ersten Start noch die Sprache auswählen. Für mich ist das Deutsch, wobei da nicht viel Deutsch drin vorkommt. Und Moonshell funktioniert auch schon. Wenn du das Ganze direkt auf dem DSI starten möchtest, wie das geht, das zeige ich dir jetzt nochmal. Um die CycloDSI Evolution direkt auf dem DSI zu starten, musst du die Boot-Update-Datei noch mit dem Hex-Editor verändern. Ich habe den Hex-Editor MX. Du findest einfach einen Hex-Editor, indem du bei Google nach Hex-Editor googelst. So, dann müssen wir hier die Boot-Update-Datei öffnen und beim ersten Bit 3 abziehen. Dann sind wir nur noch bei 0,2. Und beim letzten 3 hinzufügen. Dann sind wir bei 4,6. Und wenn du das Ganze jetzt auf die CycloDSI Evolution flasht, dann wirst du direkt in den DSI-Modus gestartet werden und auf dem DSI funktioniert sie gar nicht mehr. Falls du einen Wert also mit 0,9 hier unten haben solltest oder 0,8, dann musst du beim Alphabet anfangen. Also wenn du 0,9 hättest, müsstest du D eingeben. Das war mein Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, kannst du sie ruhig in den Kommentaren stellen.